Oh! Was ist, Winnetou? Diese Vögel bedeuten Tod. Bleib bei den Pferden zurück, weißer Vater. Ich werde nachsehen. Ich werde auf keinen Fall zurückbleiben. Ich bin zwar alt, aber weiser Bär war auch mein Freund. Nein. Hör zu, Winnetou. Ich mache mir große Sorgen. Und ich brauche Gewissheit. Aber Klekih-Petra bleibt hinter mir. Danke, Winnetou. Wir bewegen uns schnell und gebückt. Was immer die Vögel anlockt, ist vor uns in der Bodensenke. Los! Den Felsen in Deckung! Es geht gleich wieder. Ich muss mich nur kurz setzen. Kannst du was erkennen? Ja. Oh nein! Weißer Bär ist tot und sein Mörder ist längst weg. Gehen wir zu. Die Spuren werden uns verraten, was geschehen ist. Mein Gott. Oh, weg! Verschwindet! Genau das habe ich befürchtet. Es war ein Fehler, diesem Santa zu vertrauen. Was hätte er den Apachen auch verraten können? Weißer Bär dachte anders. Er dachte, die Gier nach Gold würde seine Zunge lösen. Und wir würden mehr über den Pfad des Feuerrosses erfahren. Kannst du etwas erkennen? Von dort oben kam der Schuss. Das Bleichgesicht muss Weißer Bär zum Nugget-Zill gefolgt sein. Hier sind die Abdrücke seiner Stiefel, ich erkenne sie. Zum Nugget-Zill? Ist das Gold versteckt der Apachen in diesem Berg dort? Ja, wir brauchen nicht mehr nachzusehen. Weißer Bär wird das Gold nicht mehr bei sich haben. Aber die Mescalero-Apachen werden von nun an jedes Bleichgesicht töten, das es wagt, unser Land zu betreten. Sprich nicht so bei diesem Toten, Winnetou. Das hat die Seele von Weißer Bär nicht verdient. Und so habe ich es dich auch nicht gelehrt. Bringen wir seinen Körper zurück zum Pueblo. Und dann soll der Rat entscheiden, was zu tun ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Pfad des Feuerrosses bis in unsere Jagdgründe führt. Erst Hauslehrer, bald Landvermesser für die Eisenbahn und jetzt auch noch Scharfschütze. Entweder ihr habt den Teufel, Sir, oder ihr seid zum Westmann geboren. So habe ich noch kein Greenhorn schießen sehen. Dann war das also gut, Mr. Henry? Haha, gut? Das war ein Volltreffer. Und ihr zerlegt mit dieser schweren Büchse meinen Schießstand. Das tut mir leid. Ach, Unsinn. Ihr seid der Erste seit meinem Sohn, der mit dem Bärentöter wirklich umgehen kann. Danke sehr. Hier, nehmt ihn zurück. Nein, behaltet ihn. Ihr werdet ein gutes Gewehr brauchen, wenn ihr mit dem Eisenbahnertrupp in den Westen zieht. Und mein Bill hätte es so gewollt. Das kann ich nicht annehmen. Und wie ihr das könnt. Ich bestehe darauf. Kommt jetzt mit. Ich will euch noch jemanden vorstellen, der euch auf dem Weg ins Indianergebiet unter seine Fittiche nehmen wird. Wir treffen ihn drüben im Schankhaus. Er heißt Sam Hawkins und kennt den Westen wie seine Kugeltaschen. Ah, Himmel, was ist denn aus St. Louis geworden? Das war mal eine feine und ruhige Stadt. Jetzt ist wieder Teufel los. Das Tor zum Westen nennt man sie jetzt. Vorsicht! Wird man hier doch glatt von Kutschen überfahren? Ganz schön viel los in dieser Spelunke. Gehen wir rein.
Findet ihr wirklich, dass das hier ein guter Ort ist? Nein, aber ihr müsst euch an den rauen Umgang gewöhnen, wenn die anderen euch akzeptieren sollen. Da, am Tresen, ist Mr. Hawkins. Hallo, Mr. Hawkins. Ich habe euch hier den jungen Gentleman mitgebracht. Das Greenhorn. Das erkenne ich doch sofort. So sauber und geschniegelt, wie der aussieht. Das Greenhorn will ich nicht gehört haben, Mr. Hawkins. Freut mich hey, auch. Hey, Greenhorn, komm her und trink einen mit uns. Wollen sehen, aus welchem Holz du gemacht bist. Nein, danke. Ich gehe zu Mr. Hawkins. Sowas kann auch nur einem Greenhorn passieren. Wieso? Was habe ich denn gemacht? Was soll das heißen, ein Danke? Dass ich jetzt nicht mit euch trinke. Und jetzt macht es auch noch schlimmer. Was denn? Was mache ich denn? Du bist dir wohl zu fein, um mit uns zu trinken, Greenhorn. Dreh dich um, wenn ich mit dir rede. Jetzt haben wir den Salat. Junger Sir, seid ihr wahnsinnig? Das sind Rattlers, Leute. Mit denen müsst ihr in der Wildnis auskommen. Was ist denn los? Was habe ich denn getan? Naja, ihr habt einen Drink abgelehnt. Es sind schon Männer für weniger erschossen worden. Aber das ist doch lächerlich. Hey, ich hab dir gesagt, du sollst dich umdrehen. Bitte haltet den Bärentöter mal kurz, Mr. Henry. Was? Lasst mich in Ruhe. Ich entscheide selbst, mit wem ich trinke. Was tut er denn jetzt? Na, Mut hat er. Das muss man ihm lassen. Ich höre wohl nicht richtig. Los, Jungs, verpassen wir diesem Greenhorn eine Abreibung. Mr. Hawkins, sollten wir ihm nicht helfen? Warum denn? Er schlägt sich doch ganz gut. Wollt ihr auch einen? Der hat aber gesessen. Das Greenhorn hat ja Fäuste wie Schmiedehämmer. Hawkins! Und der Kerl steht auch nicht mehr auf. Was für ein Schlag. Ruhe da unten! Was ist das für ein Krach, Heller? Aha, der Meister persönlich. Es tut uns leid, Mr. Rattler. Wir bringen diesen Greenhorn nur Manieren bei. Sieht mir eher umgekehrt aus. Hebt die zwei Schlafmützen auf und dann schert euch raus. Ich habe mit Mr. Center zu reden. Es tut mir leid, ich wollte gar niemanden beleidigen. Das höre sich einer an. Freut mich, euch kennenzulernen, Mr. Hawkins. Nennt mich Charlie. Ich glaube, ich habe einen besseren Namen für euch. Shatterhand. Passt zu eurem unglaublichen Faustschlag. Old Shatterhand. Freut mich ebenfalls, wenn ich mich nicht irre. Was war das eben, Rattler? Meine Leute haben sich mit diesem Deutschen geprügelt, Mr. Center. Diesem Landvermesser. Ich hab sie rausgejagt. Beim Bahnbau werden die Kerle aber gute Dienste leisten. Ach, hört auf, Rattler. Die Vermessung der Bahnlinie ist nur Mittel zum Zweck. Was uns zwei reich machen wird, ist nicht die verdammte Eisenbahn, sondern das hier. Ist das etwa? Ja, genau. Pure Goldnuggets. Die Apachen haben noch viel mehr davon in den Mackworth Hills. Das ist ja unglaublich. Wie seid ihr an diesen Beutel gekommen? Der Beutel hier stammt von einer alten Rothaut, die ich umgelegt habe. Die Apachen waren dumm genug, mir zu vertrauen. Aber wie sollen wir an das Gold rankommen? Die
Mackwart Hills liegen im Indianerland. Nicht mehr lange. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass die Apachen unseren Eisenbahnertrupp auslöschen. Dann wird es diesen Stamm nicht mehr lange geben. Werden wir das Camp erreichen, Hawkins? Immer mit der Ruhe, Rattler. Dieses Land ist schon verdammt groß. Aber vielleicht kann uns unser Greenhorn mehr sagen, wenn es zurück ist. Habt den Burschen allein rausgeschickt? Warum nicht? Ist das talentierteste Greenhorn, das ich je kennengelernt habe. Wenn ihr gesehen hättet, wie er mein liebes Maultier hier mitten aus einer Mustangherde rausgefangen hat. Was ist eigentlich mit eurem alten Pferd passiert? Unfreundliche Begegnung mit einem Büffel. Und die Biester hätten Sam Hawkins platt getrampelt, wenn das Greenhorn nicht dazwischen gegangen wäre. Schießt er dem Leitbullen doch aus vollem Ritt in den Kopf. Und so reite ich nun noch immer neben euch in voller Pracht. da kommt er ja. Hallo, Mr. Shatterhand. Wenn ihr mehr als Gras und Staub gefunden habt, würde mich das sehr wundern. Hallo, Sam. Da muss ich enttäuschen. Ich habe das Eisenbahnercamp gefunden. Ist nicht mehr weit und hier gibt es eine Menge Spuren. Sagt euch das etwas? Sieht wie ein abgebrochener Pfeil aus. Was ist? Kiowas. Hatte gehofft, ihnen nicht zu begegnen. Kennt ihr sie? Sie sind Todfeinde der Apachen, auf deren Land wir uns inzwischen befinden. Ich kenne ihren Häuptling, Tangua. Übler Bursche. Bei meinem letzten Besuch in ihrem Lager habe ich meinen Skalp dort zurückgelassen. Den Rest von Sam Hawkins haben sie aber nicht bekommen. Wir werden den Rothäuten schon Manieren beibringen. Führ uns jetzt zum Camp, Kleiner. Was ist jetzt mit der Messlatte? Wheeler, hörst du schlecht? Ist ja gut, Dick. Was gibt's? Die Messlatte. Stimmt die Richtung jetzt? Noch nicht ganz. Noch etwas nach rechts. Etwa einen halben Meter. Noch etwas. Gut so. Was ist denn jetzt schon wieder? Dreh dich um. Der Wagenzug kommt. Ich weiß, Inchichuma, aber wichtiger als das Recht ist der Friede. Weise Männer reden miteinander. Dort nähert sich ein Wagenzug. Es kommen noch mehr Bleichgesichter. Dann reiten wir jetzt hinunter in ihr Lager. Aber lasst mich zuerst sprechen, meine roten Freunde. Was ist los, Bancroft? Ihr solltet raus aus diesem verdreckten Zelt und den Leuten Beine machen. So wie ich das auf der Karte sehe, sollten wir mit der Vermessung der Bahnlinie schon viel weiter sein. Ihr habt gut reden, Rattler. Kommt frisch hier an und...
eine scheiß Gegend. Rothäute. Klauen uns unsere Pferde. Kiowas? Wer soll ich das wissen? Sehen doch alle gleich aus. Und ihr lasst das einfach so zu? Was soll ich denn machen? Euch mit den Kiowas gegen die Apachen verbünden. Und hört endlich auf, diesen Dreck zu saufen. Was fällt euch ein? Indianer! Da kommen Indianer! Jetzt werde ich euch zeigen, wie man das macht. Haltet euch zurück, Rattler! Lasst mich los, Greenhorn! Kommt mit raus, Sam! Wir müssen ihn aufhalten! Worauf ihr Gift nehmen könnt! Komm! Indianer, da kommen sie! Wo ist Bancroft? Sucht sich eine neue Brandyflasche. Wo ist Rattler hin? Wer? Der Mann, der gerade aus dem Zelt kam. Wo ist der hin? Keine Ahnung. Es sind nur drei, Sam. Was meint ihr? Es sind nur drei Indianer. Und bei einem bin ich mir gar nicht so sicher, ob er ein Roter ist. Dann gehen wir ihnen entgegen. Und ihr, Dick Stone. Dick Stone. Sag den Leuten, sie sollen Ruhe bewahren. Ich glaube nicht, dass die drei feindliche Absichten haben. Ich rede mit ihnen. Kommt mit, Mr. Shatterhand. Ich glaube, der Vorderste ist ein Weißer. Könnt ihr erkennen, zu welchem Stamm die beiden anderen gehören? Ich glaube Apachen. Aber das sind keine gewöhnlichen Krieger. Ich hoffe, sie verstehen uns. Apache muss ich erst lernen. Wasna. Danke, aber wir haben schon gegessen. Was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Na, es klang zumindest, als solle es Lakota sein. Meine Begleiter sind aber vom Stamme der Mescalero-Apachen. Ah, und wer seid ihr? Ich werde Kleki Petra genannt. Die Apachen haben mich vor vielen Jahren aufgenommen. Geboren bin ich aber in Deutschland. Ah, der berühmte Schulmeister der Apachen. Und wer sind eure Begleiter? Das ist Inchuchuna, der große Häuptling der Mescalero-Apachen, der auch von allen übrigen Apachenstämmen als Häuptling anerkannt wird. Und das ist sein Sohn Winnetou, der trotz seiner Jugend schon mehr kühne Taten verrichtet hat als 5 alte Krieger in ihrem ganzen Leben. Ich heiße Sam Hawkins. Und diesen jungen Gentleman hier nennt man Old Shatterhand. Er ist erst seit kurzer Zeit im Westen, aber er hat schon den Büffel besiegt und den Mustang gefangen. Und jeder Schlag seiner Faust... Sam, bitte. Und er ist bescheiden. Er nimmt Platz. Männer sollen sitzen, wenn sie reden. Aber sagt, was führt euch her? Eine einzige Frage. Was tut ihr hier? Wir vermessen dieses Land. Wozu? Um einen Weg für das Feuerrost zu bauen. Darf der Mann für euch sprechen? Ja, er ist zwar noch jung, aber schon ein tapferer Krieger. So sprich, junges Bleichgesicht.
Wozu sollten wir in unserem Land ein Feuerross brauchen? Es verbindet die Menschen miteinander. Niemand will euch etwas Böses tun. Wir wollen in Frieden mit euch leben. Schon meine Ahnen haben erfahren, was euer Friede wert ist. Und schaut nur an, was ihr allein mit diesem Platz gemacht habt. Er ist verschmutzt. Er stinkt. Und jetzt sollen wir auch noch erlauben, dass ihr den eisernen Pfad hier baut. Dann werden immer mehr Bleichgesichter kommen mit ihren Farmen, mit ihren schmutzigen Städten, mit ihrem Feuerwasser. Ihr werdet dieses Land zerstören und uns vertreiben. Ich kenne das, was ihr Fortschritt nennt. Deshalb habe ich auch meiner Tochter verboten, jemals eine eurer Städte zu betreten. Ihr habt kein Recht, hier zu sein. Ich verlange, dass ihr geht. Das ist nicht so einfach, großer Häuptling. Das können wir nicht allein entscheiden. Genug. Ich gebe euch Zeit, euch zu beraten. Inchuchuna wird mit seinem Sohn Winnetou jetzt von hier fortgehen. Er wird wiederkommen nach der Zeit, die die Bleichgesichter eine Stunde nennen. Dann sollt ihr ihm Antwort geben. Klicki Petra, bitte bleibt noch. Ich glaube, wir sind Landsmänner. Ich verspreche euch, nichts zu sagen, was euch belästigt. Einverstanden. Geht, meine Freunde. Es wird mir nichts geschehen. Ich werde mit Bancroft reden. Aber ich sehe schwarz. Und ich frage mich, wo zum Teufel Rattler abgeblieben ist. Auch seine Leute sehe ich nicht. Das bedeutet sicher nichts Gutes. Was kann ich für euch tun, junger Freund? Ich möchte mehr über Inchuchuna und Winnetou erfahren. Und über euch. Wie kommt ihr zu den Apachen? Ich war zu Hause vor vielen Jahren ein Freigeist und ein guter Redner. Und ein dummer Mensch. Ich rief zu Revolution und Gewalt auf. Es starben so viele Menschen. Im Kampf oder hinter Kerkermauern. Die Revolution schlug fehl. Nach einer endlosen Irrfahrt landete ich bei den Apachen und wurde ihr Lehrer. Jetzt kämpfe ich für Frieden und Verständigung. Das ist gar nicht so leicht bei Menschen, die so oft hintergangen worden sind. Ist Winnetou euer Schüler? Er ist mein liebstes Werk. Wäre er der Sohn eines europäischen Herrschers, würde er ein großer Feldherr oder Friedensfürst werden. Aber er muss noch lernen, etwas gleichmütiger zu sein. Holen wir uns die zwei Rothäuter. Los, Jungs! Rattler! Oh mein Gott! Winnetou, weg! Um Himmels Willen, nein! Klicki Petra, die werden euch niederreiten! Winnetou, ihr müsst weg! Aber die anderen beiden will ich lebend! Rattler! Verdammter Mörder, ihr! Bleibt hier, Sir! Oder die knallen euch auch noch ab! Ich kann nicht! Ich muss sehen, ob ich Klicki Petra noch helfen kann! Guter Mann! Klicki Petra, redet mit mir! Wo seid ihr getroffen? Rettet Winnetou. Bleibt bei ihm. Führt mein Werk. Nein, bleibt bei mir. Ich verspreche es euch, aber bleibt bei mir. Nein. Mögt ihr in Frieden ruhen. Bin ich froh, dass sie euch unbehelligt gelassen haben. Klicki Petra ist tot, Sam. Rattler hat ihn einfach... Was ist passiert? Als wir ihn verloren hatten, hat Rattler seine Leute gesammelt. Er will Winnetou und Inchuchuna an die Kiowas ausliefern. Was?
So will er wohl die Kiowas für uns gewinnen. So leid mir das tut, aber das könnte sogar klappen. Seid ihr von Sinnen, Sam? Diese Menschen sind zu uns gekommen, um mit uns zu reden. Und jetzt ist einer von ihnen tot und die anderen beiden verraten wir? Tangua wird Winnetou und Inchuchuna töten lassen. Und wir sind verantwortlich. Junger Sir, beruhigt euch. Das alles hätte nicht passieren dürfen. Aber wir müssen Zeit gewinnen, damit wir in Ruhe überlegen können, wie es weitergeht. Erzählt das diesem Toten hier. Mr. Shatterhand, euer Blick gefällt mir überhaupt nicht. Ihr werdet doch keine Dummheiten machen. Ich werde Winnetou und Inchuchuna befreien. Das habe ich diesem Mann hier versprochen. Mr. Shatterhand, seid ihr hier irgendwo? Sam, was tut ihr hier? Ich bin hier hinter dem Busch. Ach, verflixt ist das dunkel. Man kann kaum die Hand vor Augen sehen. Wer ist da bei euch? Dick Stone, einer der Landvermesser. Konnt ihr nicht davon abhalten, mitzukommen. Wie habt ihr mich gefunden? Als es noch hell war, waren die Spuren zum Lager der Kiowas mehr als deutlich. Ich bewundere nur Rattler, dass er es so schnell gefunden hat. Ist gar nicht so dumm, wie er aussieht. Er und seine Leute sind immer noch im Lager. Winnetou und Inchuchuna sind dort an die Bäume gebunden. Wo? Na dort, am Rand des Lagers. Jetzt sehe ich sie. Sie sind gut bewacht. Da sitzt eine Wache ganz in ihrer Nähe am Feuer und beschießt sie mit Blicken. Ich werde warten, bis seine Aufmerksamkeit nachlässt. Das heißt, ihr seid wirklich fest entschlossen, die Gefangenen zu befreien? Das bin ich. Wir müssen das Unrecht, das ihnen angetan wurde, wieder gut machen. Ja. Das sind mindestens 200 Krieger. Wenn die Kiowas euch erwischen, werden sie euch rösten. Sie werden mich nicht sehen. Ich bin bald zurück. Shatterhand, bleibt hier! Verdammtes Greenhorn. Das schafft er nie. Darf ich auch mal das Fernrohr haben? Nicht jetzt. Ich glaube, er ist hinter den Bäumen. Was tut er? Ganz schön schlau. Er liegt dort wohl schon eine ganze Weile und beobachtet die Wache. Er wartet, bis sie frisches Holz holen muss. Was ist mit den anderen Roten? Und mit Rattlers Leuten? Die meisten schlafen. Jetzt! Jetzt, Sir! Die Wache ist aufgestanden. Nun macht schon, Shatterhand. Ach, ich sehe mit bloßem Auge gar nichts. Was passiert da? Er hat sich hinter Inchuchuna aufgerichtet und schneidet die Riemen durch. Oh, verdammt, warum stehen die Bäume nur so weit auseinander? Mensch, beeilt euch, Sir. Hat er es geschafft? Himmel, die Wache kommt zurück. Oh, sieh sich einer dieses Greenhorn an. Schneidet Winnetou in aller Seelenruhe los und... Er hat irgendwas abgerissen. Eine Kette oder ein Amulett. Was soll das? Jetzt sammelt er auch noch Andenken. Macht, dass ihr da wegkommt. Was ist los? Er ist wieder in Deckung. Jetzt hängt's von den beiden Apachen ab. Es braucht einen guten Moment, damit sie sich sicher verdrücken können. Ja,
Jetzt brauche ich aber einen Brandy, wenn ich mich nicht irre. Ihr habt richtig gehört, Bancroft. Die beiden Apachenhäuptlinge sind wieder frei. Und ich beschwöre euch, dass die Eisenbahnlinie eine andere Route nehmen muss. Die Apachen werden sie hier nicht dulden. Och, was fällt euch ein? Das ist noch nicht alles. Wir müssen Rattler und seine Leute unschädlich machen. Und wir werden sie an die Apachen übergeben. Nur so können wir gut machen, was hier geschehen ist. Seid ihr vollkommen wahnsinnig? Rattler ist hier, um uns zu beschützen. Indianer! Ein Haufen Indianer! Gott steh uns bei. Die Kiowas. Und Rattler. Da habt ihr euren Beschützer, Mr. Bancroft. Das sind mindestens 200. Was sollen wir jetzt tun? Am besten erstmal Ruhe bewahren. Es sieht nicht nach einem Überfall aus. Sie kreisen das Lager ein. Aber warum hat Rattler sie hergeführt? Das werden wir sicher gleich erfahren. Ah, da kommt er schon. Zusammen mit Tambua. Tja, nett, dass ihr wiederkommt, Mr. Rattler. Und wie ich sehe, habt ihr Gäste mitgebracht. Ihr könnt Ruhe bewahren. Das ist Tangua, der Häuptling der Kiowas. Dieses Lager steht jetzt unter seinem Schutz. Dass ich nicht lache. Da hat er den Bock zum Gärtner gemacht. Tangua stellt nur eine Bedingung. Jetzt kommt's. Ihr liefert ihm den Mann aus, der die beiden Apachen befreit hat. Da. Bancroft nicht. Da können wir euch nicht weiterhelfen. Wir wissen gar nicht, dass die zwei... Bancroft! Tangua lässt sich nicht belügen. Was ist mit ihm, Sam? Bancroft ist tot. Das glaube ich nicht. Jetzt zeigt dieser Mann einmal Rückgrat und dann... Ich glaube, es ist besser, Tanguas Bedingungen zu erfüllen. Wer immer die Apachen befreit hat, paktiert mit unseren Feinden! Nicht, Sir. Ich glaube, der wahre Feind seid ihr, Rattler. Wer ist dieses Bleichgesicht? Ah, sieh mal an. Das Greenhorn. Hast du uns das eingebrockt? Meine Kameraden nennen mich Old Shatterhand. Bist du der Verräter? Der Verräter sitzt auf dem Pferd neben dir, Tangua. Er hat Winnetou und Inchuchuna hinterrücks überfallen, obwohl sie als freie Männer gestern in unserem Lager waren. Er hatte kein Recht dazu. Und er hatte auch kein Recht, sie dir auszuliefern. Mutige Worte, junges Bleichgesicht. Und wann, glaubst du wohl, wird dieser Verräter auch dich hintergehen? Ich würde an deiner Stelle jetzt lieber den Mund halten. Warum, Rattler? Plagt euch euer Gewissen? Tangua findet Gefallen an dir. Kämpfst du auch so mutig, wie du sprichst? Das wird sich zeigen. So hört, was Tangua entschieden hat. Da ihr so ein mutiges Bleichgesicht unter euch habt, braucht ihr Tanguas Schutz nicht. Dafür gebe ich dem jungen, mutigen Bleichgesicht die Möglichkeit, um euer aller Leben zu kämpfen. Siegt ihr, werden wir nur euer Eigentum nehmen. Stirbt ihr, so werdet auch ihr sterben. Oh,
Good heavens, schaut euch diesen Muskelberg von einem Krieger an. Und gegen den müsst ihr kämpfen. Der wird euch schlachten. Und wir sind dann ebenfalls tot. Es tut mir leid, Sam. Ich wollte Schaden von euch abwenden. Dann lasst euch jetzt nicht umbringen. Hier steht Metan Akfa, der stärkste Krieger der Kiowas. Man nennt ihn Blitzmesser, denn der Feind stürzt unter seinem Stich wie vom Blitz getroffen nieder. Der wird mit unserem Greenhorn sicher seinen Spaß haben. Geht mir aus den Augen, Rattler. Aber gern. Wir werden euch jetzt nämlich verlassen. Wenn euch die Kiowas nicht umbringt, dann die Apachen. Die natürlich glauben, dass ihr Verbündete seid. Ich denke, wir sehen uns nicht wieder. Auf geht's, Jungs! Wo ist das Bleichgesicht, das es wagt, mit Metan Akfa zu kämpfen? Das bin ich. Der Körper des schwachen Bleichgesichts bebt vor Angst. Wird er es wagen, das Zeichen im Sand zu betreten? Er wagt es wirklich. Mein Messer wird ihn fressen. Der Kerl ist 2 Köpfe größer als ihr. Ihr dürft ihn auf keinen Fall schonen. Unser aller Leben hängt davon ab. Du kämpfst mit dem Mund, Metan Akfa. Ich aber stehe hier mit dem Messer. Komm her, wenn du dich nicht fürchtest. Fürchten? Metan Akfa soll sich fürchten? Habt ihr es gehört, ihr Krieger der Kiowas? Ich werde diesem weißen Hund mit einem Stich das Leben nehmen. Jetzt quatsch nicht! Ich warte, Großmaul! Dieser stinkende Kojote wagt es, Metan Akfa zu beschimpfen? Die Geier sollen seine Eingeweide fressen! Vorsicht, Sir! Nun, Tangua, wer hat gesiegt? Old Shatterhand. Mensch, Mann, Freund, Jüngling und Greenhorn, was seid ihr doch für ein Mensch? Steht dem größten roten Muskelmann gegenüber und trefft ihn mitten ins Herz. Ja, das habt ihr gut gemacht, Mr. Shatterhand. Danke. Danke, Leute. Danke, Sam. Mensch, ich dachte, der Kerl macht Hackfleisch aus euch. Er war sich seiner Sache zu sicher. Du bist ein weißer Sohn des bösen Geistes. Unser Medizinmann soll dir den Zauber nehmen. Dein Medizinmann soll tun, was ihm beliebt. Aber du musst uns jetzt gehen lassen. Warum? Weil ich Blitzmesser besiegt habe. Tangu hat nur gesagt, dass ihr am Leben bleibt. Aber euer Eigentum gehört jetzt uns. Und ihr seid unsere Gefangenen. Schuft! Lügner! Noch ein Wort und... sind da. Jetzt wird es blutige Köpfe geben. An die Waffen, Leute! Bleibt hier, Sam! Ich kann beweisen, dass ich die Häuptlinge befreit habe! Es wird niemand auf euch hören. Wir müssen uns wehren! Da ist Inchutuna, der Häuptling der Apachenhunde. Tangua will seinen Skalp. Folgt mir, meine Krieger! Sam! Dick! Passt auf, dass ihr keine Apachen tötet! Wir müssen mit ihnen reden! Seid vernünftig, Sir!
Geht in Deckung und rettet eure Haut! Wir müssen den Kampf beenden! Winnetou, Itsutsuna, haltet ein! Wir sind eure Freunde! Ihr seid Mörder und Verräter! Das ist falsch! Nimm das Messer weg! Lasst uns... Stirb, Bleichgesicht! Hör auf mich, Winnetou! Ich habe euch! Ja! Aber ich kann... Ich kann beweisen, dass... Sir, mein Gott, ihr blutet. Was ist mit eurem Hals? Ja. Mr. Santa, ich sollte euch Bescheid geben, wenn eine Nachricht für euch eintrifft. Der Telegraphist hat eine Depesche von einem Mr. Rattler. Ich komme. Habt etwas für mich? Ja, Mr. Santa. Die Depesche ist vor einigen Minuten hier eingegangen. Geben Sie her. Schlechte Nachrichten? Ganz im Gegenteil. Es läuft alles wie geplant. Ihr wisst von dieser Nachricht erst, wenn ich wieder da bin, verstanden? Ja, Sir. Natürlich. Und du? Ja, Sir. Besorg Vorräte, Kleiner. Sattel mein Pferd und hol mir mein Gewehr. Ich reite ins Indianergebiet. Zum Eisenbahnercamp? Nein, das gibt's nicht mehr. Aber die Apachen werden bald ihren Häuptling verlieren. Halleluja, Halleluja! Er erwacht vom Tode, er erwacht! Ihr habt recht, er hat sich bewegt. Seine Hand. Er hat den Kopf gedreht. Erkennt ihr mich, Sir? Ihr habt die Augen geöffnet und euch bewegt. Seht ihr mich? Gut, das ist gut. Habt ihr Hunger, Sir, oder Durst? Wasser. Oh, natürlich. Dick, ich brauch Wasser. Bitte bring eine Schale voll Wasser. Augenblick! Hier, es ist nicht viel, aber frisch. Danke. Und jetzt... Jetzt trinkt bitte ganz vorsichtig, Sir. Ja. Vorsicht. Eure Wunde. Oh, ihr habt eine böse Wunde im Hals. Vorsichtig trinken. Ja, so ist es gut. Habt ihr eine Ahnung, wie lange ihr bewusstlos wart? 3 volle Wochen. Ihr habt ein fürchterliches Wundfieber gehabt und seid dann auch noch in Starrkrampf gefallen. Die Apachen wollten euch schon verscharren. Aber ich wusste, dass ihr ein zähes Greenhorn seid und habe lange gebettelt. Und dann hat Winnetou erlaubt, dass ihr bei uns bleiben dürft. Was? Was geschehen ist? Ah, es sieht böse aus um uns. Nur wir 3 sind noch übrig. Ihr, Dick und ich. Auch die Kiowas sind gefangen.
Ich muss jetzt Winnetou holen. Hat Sam Hawkins sich nicht geirrt? Ist Old Shatterhand wirklich wach gewesen? Ja, wir haben es deutlich gesehen. So ist ein großes Wunder geschehen. Aber es wäre anders für ihn besser gewesen. Er ist nur ins Leben zurückgekehrt, um zu sterben, denn er wird mit euch in den Tod gehen. Aber er ist ein Freund der Apachen. Kleki Petras Tod hat ihn sehr mitgenommen. Und er hat euch aus dem Lager der Kiowas befreit. Lügen! Das sagt Hawkins nur, um sich zu retten. Nein, es ist die Wahrheit. Winnetou weiß nur, dass Kleki Petra in eurem Lager getötet wurde und dass dann weiße Hunde feige über uns herfielen. Aber das war Rattler mit seinen Leuten. Der hat uns später auch an die Kiowas verraten. Genug der Worte. Folgt mir jetzt. Und wann werden wir Old Shatterhand wiedersehen? Am Tage eures und seines Todes. Psst, es passiert dir nichts. Ich muss aber deine Wunde reinigen. Hast du einen Wunsch? Ich habe sogar mehrere Wünsche. Sprich leise oder durch Zeichen. Njoji weiß, dass dir das Reden schwerfällt. Njoji ist dein Name? Ja, in der Sprache der Bleichgesichter heißt das schöner Tag. Man hätte dir keinen besseren geben können. Du wolltest mir deine Wünsche mitteilen. Sage mir, ob du meinetwegen hier bist. Ich habe den Befehl bekommen, dich zu pflegen. Von wem? Von Winnetou, meinem Bruder. Ich dachte mir, dass ihr Geschwister seid. Du siehst ihm ähnlich. Du hast ihn töten wollen. Nein, das stimmt nicht. Winnetou glaubt dir nicht. Und was ist mit dir? Ich möchte glauben, dass es auch gute weiße Männer gibt. Wo befinden wir uns? In unserem Pueblo am Rio Pecos. Ihr wohnt in einem Pueblo? Das haben wir Kleki Petra, unserem Lehrer, zu verdanken. Er brachte uns bei, feste Häuser aus Stein zu bauen. So sind wir vor dem Winter und vor unseren Feinden sicher. Sind die Kiowas noch hier? Sie werden freigelassen, wenn sie den Sühnepreis bezahlt haben. Auch das hat Kleki Petra bei uns eingeführt. Ich bin ihm begegnet. Er war ein wunderbarer Mensch. Es schmerzt mich, dass er ausgerechnet in meinen Armen gestorben ist. Er war ein guter weißer Mann. Das ist wahr. Wo sind meine Freunde? In einem ähnlichen Raum wie diesem. Sie werden gut behandelt. Wer am Marterpfahl sterben soll, muss kräftig sein. Sie sollen also sterben? Ja. Ich auch? Du auch. Es ist im Rat der Alten so beschlossen. Ich kann beweisen, dass wir unschuldig sind. Ich muss mit Winnetou sprechen. Er aber nicht mit dir. Aber jetzt hast du genug gesprochen. Du musst jetzt ausruhen und endlich wieder etwas zu dir nehmen. Danke, Njoji. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich jemals ein Mensch so um mich gekümmert hat wie du.
Ich fühle mich von Tag zu Tag besser. Das ist gut. Ich würde sehr gern euer Pueblo sehen. Was ich von ihr höre, klingt wunderschön. So friedlich. Das darfst du nicht. Du darfst diesen Raum nicht verlassen. Würdest du es versuchen, würden dich unsere Krieger... Es tut mir leid. Das muss dir nicht leid tun, Chachi. Ich wünschte nur, wir wären uns unter ganz anderen Umständen begegnet. Das wünschte ich auch. Würdest du mir von dir und von deinem Volk erzählen? Erzählst du mir zuerst etwas von den Städten der Weißen? Ich möchte sie sehen, aber mein Vater in Chuchuna erlaubt es nicht. Sind die Häuser wirklich so groß? Ist es so laut und schmutzig? In manchen Gegenden schon. St. Louis ist sehr laut. Diese Stadt ist so voller Menschen, dass... Aber sie ist auch sehr bunt. Es gibt viel Musik, es gibt Denkmäler, Kutschen und Männer und Frauen in edlen Kleidern. Was für Kleider? Die feinen Herren tragen dunkle Anzüge, glänzende Schuhe und hohe Hüte. Und wie sehen die weißen Frauen in den Städten aus? Sie sind anders gekleidet als du jetzt. Sie tragen unglaublich weite Kleider und sie malen sich ihre Lippen an. Aber du würdest sie alle übertreffen. Georgie muss jetzt gehen. Aber was habe ich denn... Du bist unser Feind und ich muss dich hassen. Georgie! Chuchi, was ist geschehen? Es soll erst geschehen. Heute. Was? Die Kiowas werden freigelassen und ziehen fort. Ihre Boten sind in dieser Nacht unten am Fluss angekommen. Sie hatten dabei, was sie uns bezahlen sollten. Aber das ist doch eine gute Nachricht. Du weißt nicht, was du redest. Der Abschied der Kiowas soll gefeiert werden, indem man dich und deine Freunde... an die Marterpfähle bindet. Ich spreche zum letzten Mal mit dir. Ich... Danke dir für alles, was du für mich getan hast, Chuchi. Bitte sieh mich an und sage mir, bist du unser Feind? Nein. Ich habe deinen Bruder und deinen Vater befreit. Und du kannst es beweisen? Ja, aber mich will niemand anhören. Beweise es mir. Ich kann es euren Kriegern beweisen, wenn man mich freisprechen lässt. Du bist ein Gefangener und mein Vater und mein Bruder sehen einen Feind in dir. Aber ich kenne dich besser. Nur sprichst du nicht das Urteil. Aber ich höre dir zu. Chuchi, wenn ich dir das hier gebe, lege ich mein Leben und das meiner Freunde in deine Hand. Erfüll mir einen letzten Wunsch. Und bring es Winnetou. Das ist eine Kette meines Bruders. Wo hast du sie her? Ich habe sie ihm abgerissen, als ich ihn und deinen Vater bei den Kiowas von den Bäumen losgeschnitten habe. Ich glaube dir. Chuchi, ich möchte noch... Leb wohl, schöner Tag. Old Shatterhand mag mir sagen, ob er wieder ganz gesund ist. Das bin ich. Du kannst laufen? Ich denke es. Und schwimmen auch? Was bedeutet diese Frage, Winnetou? Das wirst du erfahren. Steh auf, du sollst gefesselt werden. Thank you.
nettes Greenhorn. Da kommt ihr ja. Sind damit wohl alle wieder vereint. Ist eine armselige Sache, die sie mit uns vorhaben. Ich glaube nicht, dass wir das überstehen. Das Sterben und totgeschlagen werden greift den Körper zu sehr an, dass man es nur selten überlebt. Und ich glaube, verbrennen will man uns auch noch. Sam, Dick Stone, wie geht es euch? Ist das eine ernst gemeinte Frage, Mr. Shatterhand? Gebt die Hoffnung nicht auf. Wüsste nicht, wer kommen sollte, um uns rauszuholen. Ich hoffe nur, dass denen das Rösten und Schinden bald keinen Spaß mehr macht. Was passiert jetzt? Der Häuptling will etwas sagen. Wird uns nicht gerade aufmuntern, wenn ich mich nicht irre. Seid still, Sam! Meine roten Brüder und Schwestern und auch die Krieger vom Stamme der Kiowas mögen hören, was Inchuchuna zu sagen hat. Die Bleichgesichter sind die Feinde des Roten Mannes. Es gibt nur selten eins unter ihnen, dessen Augen freundlich auf uns gerichtet sind. Kleki Petra war der edelste unter ihnen. Er wurde sogar unser Lehrer. Er brachte uns bei, wie wichtig es ist, dass die Menschen miteinander in Frieden leben. Er bat uns, mit den weißen Männern zu reden, die gekommen waren, um in unserem Land den Pfad für das Feuerross zu bauen. Und wie dankten sie es ihm? Sie haben ihn ermordet. Schlimmer noch, die weißen Hunde fielen über uns her und nahmen uns gefangen. Wie Tangua, der Häuptling der Kiowas, uns berichtet hat, wurde sein Stamm von den Weißen gegen uns aufgehetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Wie kann Tangua so etwas behaupten? Schweig, weißes Ungeziefer. Tangua wollte Winnetou und Inchuchuna wieder freilassen. Aber die weißen Hunde verboten es. So haben wir sie heimlich losgeschnitten. Das ist eine Lüge. Das nimmst du zurück, Bleichgesicht. Oder du wirst Tanguas Messer... Tangua wird den Männern kein Haar krümmen. Er ist noch immer in unserem Lager. Er wird schweigen und Inchuchuna weiter anhören. Klekli Petra brachte uns auch bei, gerechte Richter zu sein. Seit heute hat Inchuchuna etwas, das ihn am bisherigen Urteil zweifeln lässt. Und auch an Tanguas Worten. Inchuchi. Was sagt ihr? Wie kann es Inchuchuna wagen, die Worte eines Häuptlings eine Lüge zu nennen? Tangua mag abermals schweigen. Inchuchuna hat von Zweifeln gesprochen. Meine Brüder und Schwestern mögen hören, was der Rat beschlossen hat. Manitou soll entscheiden. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, ein Zweikampf. Ein Gottesurteil. Ich werde schwimmen müssen. Schwimmen? Wie kommt ihr darauf? Ist so eine Ahnung. Das Bleichgesicht, das Old Shatterhand genannt wird, scheint das Vornehmste unter ihnen zu sein. Also soll die Entscheidung in seine Hände gelegt werden. Weil ihr der Vornehmste seid. Dass ich nicht lache. Sie haben euch ausgewählt, weil ihr ein Greenhorn seid. Dein Gegner wird Inchuchuna sein. Bindet sie los und bringt sie zum Fluss. Seht die lange Biegung des Rio Pecos. Wir werden Old Shatterhand ins Wasser des Flusses lassen, über den er schwimmen soll. Sein Ziel ist die Zeder am jenseitigen Ufer. Inchuchuna folgt ihm und wird 3 singende Pfeile auf ihn abschießen. Erreicht Old Shatterhand lebend die Zeder, so ist er gerettet.
Wird er aber von Inchuchunas Pfeilen durchbohrt, sterben auch seine Gefährten. Und welche Waffe bekomme ich? Den Mut und die Schnelligkeit. Du springst ins Wasser, wenn die Trommeln zu schlagen beginnen. Ich folge dir, wenn sie verstummen. Ja, jetzt ist der Ofen wohl aus. Ein singender Pfeil. Den könnt ihr zwar besser hören, aber langsamer ist er trotzdem nicht. Wird ein schnelles Ende mit euch nehmen. Habt Vertrauen, Sam. Ich bin ein guter Schwimmer. Bist du bereit? Ich bin bereit. Los, Sir, ins Wasser! Schwimmt, schwimmt! Schwimmt, schwimmt so schnell ihr könnt! Los, Sir! Oh, sieh dir das an, Dick! Er schwimmt wirklich wie ein Fisch! Er... Oh nein! Er ist noch viel zu nah, aber... Wieso springt Inchuchuna nicht hinterher? Ja, weil er will... Er schießt vom Ufer aus! Taucht unter, Sir! Taucht weg! Verschwindet! Oh Gott! Oh Gott, das wird ihn... Was ist? Könnt ihr was erkennen? Ist er getroffen? Wo ist er? Was? Was ist passiert? Ich erkenne nichts. Die Sonne blendet. Dick, siehst du ihn noch? Nein, aber ich glaube, er treibt ab. Die Roten sehen schon ganz siegessicher aus. Ja, es sieht so aus, als hätte der Fluss ihn verschluckt. Was ist? Inchuchuna ist ins Wasser gesprungen. Einen Pfeil hat er noch. Aber ich glaube, den wird er gar nicht mehr brauchen. Old Shatterhand ist untergegangen. Ach, was redest du da? Sieh mal dort, am anderen Ufer. Sam Hawkins, hört ihr mich? Wir haben gewonnen! Ja, gut gemacht. Aber jetzt lauft. Macht, dass ihr zur Zeder kommt. Jetzt seht ihr dieses Greenhorn an. Warum bleibt er denn stehen? Er wartet, bis der Häuptling heran ist. Du bist mir aus dem Wasser entwischt. Der böse Geist ist mit dir. Halt, Inchuchuna, bleib, wo du bist. Den zweiten Pfeil habe ich aus dem Wasser geholt. Und ich werde dich damit niederstechen, wenn du dich nicht ergibst. Das wird Old Shatterhand nicht erleben. Halt! Du kannst den dritten Pfeil nicht schnell genug an die Sehne legen. So sterben wir beide. Was ist geschehen? Old Shatterhand hat Inchuchuna niedergeschlagen. Der Pfeil ist nur haarscharf an ihm vorbei. Jetzt trägt er den Häuptling zur Zeder. Die Roten sind außer sich. Die werden uns umbringen. Und ihn auch. Da sind sie schon im Wasser. Sie werden ihn zerreißen. Zurück mit euch. Manitou hat entschieden. Old Shatterhand hat gesiegt. Winnetou wird allein zu ihm gehen. Es war klug, dass du deine Krieger zurückgehalten hast. Ich hätte sonst Inchuchuna töten müssen. Du hast ihn also nicht erschlagen? Nein, nur betäubt. Er zwang mich dazu, weil er sich nicht ergeben wollte. Hier hast du seinen Bogen.
Old Shatterhand ist ein Mann, den man nur schwer begreifen kann. Winnetou wird mich verstehen lernen. Du gibst mir diesen Bogen, ohne zu wissen, ob ich Wort halten werde? Weißt du, dass du dich damit in meine Hände gegeben hast? Ich weiß, dass Winnetou kein Lügner ist, sondern ein edler Krieger, der nie sein Wort bricht. Das weiß ich von Kleki Petra. Du hast recht. Du bist frei und die anderen Bleichgesichter sind es auch. Komm jetzt, wir wollen nach meinem Vater sehen. Teufel soll sie holen. So wie es beim Pueblo aussieht, gibt es aus dem Eisenbahnercamp ein paar Überlebende. Was sagt dir der Rattler? So wie ich das erkenne, sind das Hawkins, Dickstone und das Greenhorn. Und sie werden freigelassen. Gebt mal das Fernrohr her. Tatsächlich, sie sind frei. Und die Apachen scheinen auf einmal ganz friedlich zu sein. Das war nicht vorherzusehen, Mr. Center. Das spielt keine Rolle. Tatsache ist, dass die Apachen von den Eisenbahnern fast alle ausgelöscht haben. Das wird reichen, damit die Armee anrückt. Und wenn wir auch noch ihren Häuptling töten, ist der Stamm erledigt. Dann gehört das Gold der Apachen uns. Wir brauchen nur die passende Gelegenheit für einen guten Schuss. Sir, wenn ich euch das jemals vergesse, dann soll mich der erstbeste Bär mit Haut und Haaren verschlingen. Habt eure Sache gut gemacht. Was höre ich da, Sam? Ihr gebt zu, dass ein Greenhorn euch ebenbürtig ist? Bildet euch darauf nichts ein. Werdet dafür ein andermal einem umso größere Dummheit machen. Wollt ihr auch ein Stück Büffelfleisch? Sorgen bereiten mir jetzt aber die Kiowas. Tangua hat finster dreingeblickt, als sie abgezogen sind. Wir haben ihn als Lügner entlarvt. Das vergisst er uns nicht. Vor Tangua müssen wir uns in Acht nehmen. Habt ihn noch nie getraut. Doch erzählt jetzt, wie habt ihr das nur angestellt? Habe ich nicht gesagt. Ich bin ein guter Schwimmer und ich hatte Glück. Die Sonne stand so, dass sie sich stark im Wasser spiegelte. So war ich nur schlecht zu sehen. Da habt ihr recht. Wir haben euch tatsächlich sehr schnell aus den Augen verloren. Old Shatterhand wusste, was er wollte. Er ist nicht nur stark wie ein Bär, sondern auch listig wie ein Fuchs. Wer sein Feind ist, muss sich schwer in Acht nehmen. Solch ein Feind ist Winnetou gewesen. Winnetou war es, ist es aber nicht mehr. Aber da kommt meine Schwester. Chochi wird sehr glücklich sein, dich am Leben zu sehen. Als sie uns die Kette brachte, hat sie uns endlich die Augen geöffnet. Chochi, lass dich in die Arme schließen. Du hast uns allen das Leben gerettet. Danke. Du hast uns unendlich viel Glück gebracht, junge Miss. Das werde ich dir nie vergessen. Ich freue mich, dass es Old Shatterhand gut geht. Und ich danke dir, dass du meinen Vater geschont hast. Er war in deiner Hand. Wie hätte ich ihm etwas antun können? Du beschämst uns. Und wir stehen tief in deiner Schuld. Mein Vater möchte dir zum Dank ein Geschenk machen. Ich glaube, wir sind hier überflüssig, Dick. Sie hat doch nur Augen für unser Greenhorn. Es genügt mir, euer Freund zu sein. Es ist kein gewöhnliches Geschenk. Wenn du es erhalten hast, gehörst du zu meinem Volk.
Wir wollen heute Abend Kleki Petra, unserem weißen Vater, gedenken. Der Tod kam über ihn wie ein Raubtier. Meine Brüder und Schwestern mögen es beklagen. Aber der große Geist hat uns einen anderen guten Mann gesandt. Er wachte über uns, während wir ihn als Feind betrachteten. Doch der große Geist ist gerecht. Er öffnete uns die Augen und wir erkannten die Wahrheit. Zum Dank an den großen Geist und an Old Shatterhand nehmen wir ihn in unser Volk auf. Es soll so sein, als ob er bei uns geboren wäre. Um das zu bekräftigen, wird er das Blut meines Sohnes Winnetou trinken und Winnetou das Blut von Old Shatterhand. Dann ist Old Shatterhand Blut von unserem Blut und Fleisch von unserem Fleisch. Sind meine Brüder und Schwestern damit einverstanden? So mögen Old Shatterhand und Winnetou jetzt vortreten, ihre Haut ritzen und ihr Blut in das Wasser der Bruderschaft tropfen lassen. Die Seele lebt im Blut. Diese jungen Krieger sollen fortan nicht nur Freunde, sondern Brüder sein. Und Old Shatterhand wird von nun an Mitglied unseres Stammes. Trinkt! Mein Bruder. Mein Bruder. Was soll das hier eigentlich, Mr. Rattler? Ich dachte, wir werden bezahlt, um Indianer umzulegen. Und jetzt sitzen wir seit Tagen hier rum. Was will dieser Santa eigentlich? Sei still, Heller. Da kommt er gerade. Irgendwas Neues bei den Apachen, Mr. Santa? Nein, alles friedlich. Wir müssen sie irgendwie rauslocken, damit wir an den Chuchuna rankommen. Und wie sollen wir das anstellen? Wir sind 12 Mann und können ja schlecht das Pueblo angreifen. Ich denke, sie müssen jemanden finden, den sie kennen. Jemanden finden? Wie meint ihr das? Wir brauchen einen Köder. Und da ihr Winnetou und den Chuchuna überfallen habt, wird das einer von euch sein. Was zum Teufel soll das heißen? Ella, ich erklär's dir. Mr. Santa, aber ihr könnt doch nicht... Was war das? Ein Gewehrschuss. Er kam von jenseits des Pecos. Ich schicke ein paar Krieger los, die nachsehen sollen. Winnetou führt sie an. Hau, meine weißen Brüder bleiben hier. Was ist mit euch? Es ist noch nicht vorbei, Nchuchi. Der Mann, den wir gefunden haben, war Heller. Er gehörte zu Rattlers Leuten. Der Mörder Kleki Petras. Dann müssen wir ihn suchen. Wir müssen auf der Hut sein. Ich habe bei der Leiche dieses Mannes Spuren gesehen, die ich kenne. Sie passen zu dem Mann, der auch Weißer Bär ermordet hat. Santa. Moment mal, was sagst du?
Vor mehreren Monaten kam ein Mann zu uns. Er verlangte Gold und wollte uns sagen, wann das Feuerross in unser Land kommt. Er nannte sich Santa. Ich kenne diesen Namen. Ich habe ihn in St. Louis gehört. Rattler hat ihn erwähnt. Ich muss so schnell wie möglich in die Stadt zurück. Warum? Ich glaube, hier gehen schlimme Dinge vor sich. Was ist, wenn dieser Santa wollte, dass ihr das Eisenbahnercamp angreift? Rattler schien es darauf angelegt zu haben. Dann hätten die Bleichgesichter jetzt den Vorwand für einen Krieg. Und die Apachen verlieren ihr Land. Ich muss in die Stadt und berichten, was der wirkliche Grund für den Angriff war. Dass die Schuld bei weißen Verbrechern liegt. Winnetou wird dich begleiten. Und Inchuchuna wird als Häuptling des Stammes für uns sprechen wollen. Das ist perfekt. Perfekt? Das sind 30 Rothäute, die den Häuptling begleiten. Das Greenhorn, Hawkins und Dick Stone sind auch dabei. Ja, aber auch Inchuchunas Sohn und seine Tochter. Ich kenne die noch von meinem Besuch im Pueblo. So können wir auf einen Schlag die ganze Häuptlingsfamilie auslöschen. Aber die sind uns in der Überzahl. Ich habe nicht vor, sie offen anzugreifen. Lasst eure Leute aufsitzen. Wir folgen ihnen. Meine weißen Freunde, ich möchte euch ein Geheimnis anvertrauen. Wenn ihr mir versprecht, ihm nicht nachzuspüren. Inchuchuna hat unser Wort. Mein Sohn und ich werden bald die Stadt der Weißen betreten. Dafür brauchen wir Geld. Darum werde ich morgen mit meinen Kindern von hier fortgehen, um Nuggets zu holen. Was? Es gibt hier Gold? Nur wenige ahnen etwas davon. Nur ich als Häuptling und die Ältesten wissen es. Das Gold liegt an einem Ort, den die Apachen Nugget-Ziel nennen. Und der ist hier in der Nähe? Ja, aber das genaue Versteck teilt ein Häuptling selbst seinem besten Freund nicht mit. Und euch bitte ich, uns morgen nicht zu folgen. Wir werden nach ein paar Stunden zurück sein. Und dann wird Nchochi mit einem Großteil der Apachen zum Pueblo zurückkehren. Bleib hier, Nchochi. Was ist mit ihr? Sie hat mich gebeten, dass sie uns in der Stadt der Weißen begleiten darf. Aber ich erlaube es nicht. Ich sehe nach ihr. Was bedrückt dich, schöner Tag? Es ist nicht leicht, die Tochter des großen Inchuchuna zu sein. Er versteht mich nicht. Er nimmt dich morgen zum Nugget-Ziel mit. Das ist ein großer Beweis seines Vertrauens in dich. Und dennoch schickt er mich zurück. Ich kann ihn verstehen. Als ich loszog, um in den Westen zu gehen, tat ich das vor allem aus Abenteuerlust. Wenn ich jetzt zurückkehre, bin ich nicht mehr derselbe. Aber bist du ein schlechterer Mensch geworden? Gib deinem Vater Zeit. Ich freue mich schon, wenn ich in eure Heimat zurückkehre, weil auch Nchochi dort ist. Und ich freue mich auf den Tag, wenn Old Shatterhand wiederkehrt.
hattet recht. Sie reiten direkt auf den Berg zu. Und der Häuptling, sein Sohn und seine Tochter sind allein. Dann haben wir sie jetzt. Postiert eure Männer vor und hinter dieser kleinen Schlucht. Da müssen sie durch. Und holt mir mein Gewehr. Ihr schießt erst, wenn ich in Chuchuna erledigt habe. Was macht ihr für ein finsteres Gesicht, Mr. Shatterhand? Mir geht dieser Tote nicht aus dem Kopf, den wir beim Pueblo gefunden haben. Der bedeutet doch, dass sich Rattler und Santa in unserer Nähe aufgehalten haben. Aber wozu? Na, was soll's. Sie sind jetzt weg. Und sobald wir in St. Louis sind, werden wir ihre Pläne vereiteln. Aber müssen Sie nicht genau das befürchten? Wir hätten unsere Freunde niemals allein gehen lassen dürfen. Sie hätten zumindest ein paar Krieger mitnehmen müssen. Sie sind hinter den Felsen versteckt und warten. Die Rothäute sind an den ersten fünf schon vorbei. Hoffentlich wittern ihre Pferde. Verdammt, sie bleiben stehen. Das ist mir nur recht. Good heavens, das sind Schüsse. Das kommt von Nugget Ziel. Sam, mein Bärentöter. Wir müssen los, das ist bei Inchuchuna. Auf die Pferde, Krieger der Apachen! Zwei von denen haben sich verschanzt. Und die junge Rothaut knallt jeden ab, der sich blicken lässt. Aber bald wird er keine Kugel mehr haben. Was ist mit Vater? Er liegt dort und er bewegt sich nicht. Bleib unten. Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten. Santa, da kommen Indianer. Wir müssen verschwinden. Die kommen zu spät. Da! Sie haben sie eingeschlossen! Verteilt euch! Die Rothäute sind schon sehr nah! Ruhig, Rattler. Zielt ihr auf den Häuptlingssohn, ich nehme das Mädchen. Da kommt Old Shatterhand! Ich habe keine Kugeln mehr. Bleib, ich hole dir Vaters Gewehr. Nein, bleib hier. Nchochi! Nchochi! Die Kerle stecken hinter den Felsen. Schnappt sie euch. Tja, dort oben ist Rattler. Er zielt auf Winnetou. Und da ist noch einer! Das muss Santa sein! Helft ihr den Krieger, ich erledige Rattler! Sir, er ist viel zu weit weg! Nein, ist er nicht. Oh. Ihr habt Rattler vom Felsen geschossen! Die Krieger stürzen sich auf ihn! Nein! Nein! Lass mich leben! Lass mich leben!
Mein Bruder Old Shatterhand sieht, was hier geschehen ist. Nchuchuna ist tot. Und Nchuchi, die schönste und beste der Apachentöchter, wird niemals die Stadt der Bleichgesichter sehen. Sei bei ihr, wenn sie ein letztes Mal die Augen öffnet. Es tut mir leid. Ich werde nicht da sein, wenn Old Shatterhand wiederkehrt. Du wirst natürlich da sein. Und ich freue mich darauf. Erzählst du mir dann wieder von den Städten der Weißen? Du wirst sie sicher eines Tages sehen. Und ich zeige dir unsere. Für uns leuchtet schöner Tag nicht mehr. Manitou hat sie zu sich geholt. Ich werde sie nie vergessen. Was ist mit ihrem Mörder? Santa ist entwischt. Dann müssen wir ihm nach. Nein. Winnetou, du musst jetzt mit deinen Kriegern hierbleiben und über diese Toten wachen. Und ich muss nach St. Louis. Die Menschen müssen erfahren, was Rattler und Santa hier getan haben. Ich werde für euch sprechen, wie ihr es getan hättet. Und wenn ich zurückkehre... Dann werden wir gemeinsam den Mörder jagen.